Mein Partner Kunze-san und ich haben vor etwa 12 Jahren viel darüber gesprochen, ob wir doch nicht ein Musical über das dramatische Leben von Beethoven schreiben sollen. Es war keine leichte Entscheidung, weil ich musste mich ja durchringen dazu, dass ich alles von Beethoven, also die ganze Musik für Musical, von Beethoven als Unterlage nehme und sie dann überarbeite, damit es daraus auch Gesangformen gibt und so. Und nach, wie gesagt, tagelangen Diskussionen haben wir gemerkt, dass es wirklich möglich ist und haben uns entschlossen, das zu machen. Die Arbeit an diesem Musical hat ja jetzt mittlerweile 12 Jahre gedauert. Und jetzt sind wir bereit für eine Weltpremiere. Während wir bei Elisabeth die Figur tot haben, sie ist ja außer Realität, ne? Haben wir bei Mozart auch den kleinen Amadee, der nicht realistisch ist, aber er existiert. Bei Beethoven haben wir Geister, Ghosts. Aber diese Geister sind gute Geister. Diese Geister sind immer da, um Beethoven in seinen schweren Minuten in seinem Leben, schweren Stunden, schweren Tagen zu helfen. Sie ermutigen ihn, gib nicht auf. Und sie sind ja nicht real, aber wir sehen sie auch, wir hören sie und der Beethoven hört sie auch. Aber die anderen, die auf der Bühne sind, sie können sie auch nicht sehen und nicht hören. Und das, finde ich, ist wiederum typisch Kunze Lewai, dass man eine fiktive Besetzung haben, diesmal, wie gesagt, ein Teil des Ensembles als die Geister. Die Aufgabe beim Beethoven war für mich, die Werke zu untersuchen von Beethoven, indem dass ich Stücke herausgesucht habe, die ich in Liederform umarbeiten kann. Und das habe ich getan, soweit es ging, auch seine Original-Instrumentalmelodien beibehalten. Wenn es Instrumentalmusik war, wo er keine Melodie versteckt hat, dann habe ich die Melodie dazu komponiert und das so umgearbeitet. Und wie gesagt, verbindend die original-Beethoven-musikalische Grundlage mit meinem modernen Musical-Stil. Und das ist so, dass, also wir möchten es gern also Rockopera nennen, insofern, als dass wir auch sehr viel Original-Beethoven-Elemente hören, gleichzeitig aber ich sie so rumgearbeitet habe, dass es für unser Publikum diesen modernen Stil hat. Und das Wichtige dabei war, dass es mir gelingt, Beethovens Musik so hineinzuarbeiten, so hineinzuschmelzen, ohne sie in ihre Wertigkeit zu verletzen. Und wenn es mir gelungen ist, was ich hoffe, dann ist es eine quasi bisschen ein Schritt vorwärts, zwei Musikstile zu verbinden, sodass bei uns dann auch unser Publikum Beethoven kommt und der klassischen Musik, die sie daraus erhören, sich nähern. Aber auch bin ich mir sicher, dass sehr viele klassische Publikum-Leute sehr neugierig werden auf Beethoven und auch kommen werden, zu hören, zu sehen, was das ist, was wir gemacht haben. Und dadurch können wir vielleicht Publikum aus der klassischen Welt auch noch in unsere Welt auch ein bisschen entführen. Minnesan.
durch diese 10 Jahre Arbeit am Musical oder Rockopera Beethoven haben Michael Kunze und ich mit vollem Herzen gearbeitet, haben sehr viel Freude gehabt. Es war eine große Arbeit und ich wünsche, dass ihr euch das, wenn es möglich ist, anschaut, weil ich glaube, wir können euch über diesen wunderbaren Menschen, genialen Beethoven in diesem Musical vieles mitteilen, auch vieles Schönes, vieles Trauriges, vieles Emotionales und sehr schöne Lieder, sehr schöne Musik. Also, ich würde mich freuen auf mich.